Hallöchen, da bin ich noch einmal, da sind wir noch einmal. Und jetzt geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um Leute, um Prozesse und um das Thema Vermarktung / Vertrieb. Heute habe ich mir einen großartigen Experten in das LinkedIn Live geholt, Philipp Semmelroth. Philipp ist mir, ich glaube, vor einem Jahr mal von jemandem empfohlen worden. Und ich dachte, ja, scheint ein cooler Typ zu sein, aber irgendwie dachte ich, ja, momentan ist irgendwie nicht so der richtige Moment und das Leben wird uns schon zusammenführen, wenn es denn soweit ist. Und das war, glaube ich, auch vor 14 Tagen so. Da hat sich Philipp bei mir gemeldet und Philipp hat meinen Namen mehrfach gehört und dann dachte ich, das Universum arbeitet in großartigen, mysteriösen Arten und Weisen. Philipp und ich haben uns knapp, ich weiß nicht, 45 Minuten unterhalten, hatten eine großartige Zeit und haben festgestellt, wir müssen unbedingt ein LinkedIn Live zusammen machen. Für diejenigen, die Philipp noch nie gehört haben oder die also nicht wissen, was er macht, shame on you. Philipp ist ein, ich lese einmal vor, er ist ein Keynote-Speaker, ein Berater für KMUs mit Schwerpunkt Business- und Vertriebsstrategie, Trainer für Vertriebsteams, jemand, der sein erfolgreiches Business neulich verkauft hat und jemand, der eine Menge Erfahrung hat, wenn es um das Thema, wie optimiere ich mein Unternehmen geht. Also Philipp, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Sehr, sehr gern. Wer ist heute mit dabei? Wer hört momentan zu? Seid nicht schüchtern. Sagt uns kurz Bescheid, aus welcher Stadt ihr kommt oder aus welchem Land. Und wenn es irgend sonst noch was gibt, was ihr gerne mit uns teilen möchtet, immer zu. Wir sind da, um euch heute zu edutainen. Wir haben zum Beispiel den Jose, der Bomdia sagt. Ich glaube, es heißt guten Tag. Wir haben den Deepak, wir haben die Tri, wir haben den Paweł. Dzień dobry ist polnisch für guten Tag. International, ja, Spanisch, Polnisch. Wir haben Mohsen, wir haben Petra, die noch einmal Hallo sagt. Wir haben Inge, herzliche Grüße aus Wien. Also vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Und was ich gemacht habe, ist, nachdem Philipp und ich uns unterhalten haben, hat mir Philipp sein E-Buch zukommen lassen. Das nennt sich Einfach Non-Profit 3P-System. Ist knapp 15 Seiten lang. Philipp, ich höre mich doppelt. Gibt es die Möglichkeit, dass du vielleicht Kopfhörer nutzt? Können wir da vielleicht oder leiser schaltest? Dann haben wir vielleicht eine höhere Tonqualität. Alles gut. Ich super. Gut, genau. Und das Buch oder das E-Buch, Das war eines dieser Bücher, wo man am Anfang so denkt, so, ja, ist zu kurz. Wie viel Wissen wird es da drin schon geben? Na, egal. Philipp, ey, ne? Erstmal, ich bin großer Fan von machen, testen und danach drüber sprechen, anstatt Dinge sofort zu bewerten. Und ich glaube, es war auf Seite, lass mich mal blättern. Ja. Wir haben hier, wer ist Philipp? Das fand ich schon mal geil, wie du dich beschrieben hast. Da gab es diesen einen Satz, wo ich dachte, der Mann, der ist anders. Der ist nicht so der typische Berater, sondern jemand, der weiß, wie er sich zu inszenieren hat. Das fand ich schon mal großartig. Das erste Mal, wo es bei mir Klick gemacht hat, war es auf Seite 15, wo du Brian Tracy zitierst, nämlich selbst bei maximaler Optimierung seines Selbstmanagements wird es einem Unternehmer nicht gelingen, alle Aufgaben, die sich ihm stellen, vollständig und in gleicher Qualität zu erledigen. Teil uns bitte deine Gedanken dazu mit. Na, die Situation ist ja die, wenn ich jetzt in einem klassischen Unternehmen groß werde, das ist ja in Deutschland der Mittelstand, 90% aller Unternehmen haben weniger als 10 Mitarbeiter, bin ich ja als Chef irgendwie für alles verantwortlich. Das heißt, ich muss mich um Personal kümmern, Büroräume kümmern, Kunden kümmern, Marketing kümmern, Verkauf kümmern. Ich muss mich vielleicht aber auch um rechtliche Auseinandersetzungen kümmern. Dann muss ich den Briefkopf definieren, muss die Bank- und Online-Banking-Sachen alle verwalten. Ich muss parallel aber vielleicht sogar auch noch mit meinen Mitarbeitern abstimmen, welchen Kaffee wir zukünftig konsumieren, welches Wasser, ob wir auch Wasser mit Kohlensäure und ohne Kohlensäure brauchen. Das heißt, ich habe ja eine Vielzahl von Aufgaben und mit jedem Mitarbeiter, den ich einstelle, werden das ja mehr. Denn plötzlich kommt der eine und sagt, ja, ich trinke aber nur Tee, das mit dem Kaffee ist ja super, aber ich hätte gern Tee und. Und am Ende des Tages ist es eben so, dass ich festgestellt habe, inspiriert unter anderem durch Brian Tracy, dass es ja absolut unmöglich ist, alle an mich herangetragenen Aufgaben wirklich zu erledigen. Und bis man dann konsequent so
vorgeht, wie ich das dann gemacht habe, und einfach nichts mehr selber macht, was nicht jemand anders zumindest 80% in gleicher Qualität abliefern kann, ist es ein weiter Schritt, weil das natürlich auch sehr ungewohnt ist. Wir werden ja in dieser Kultur groß, dass man sagt, wenn man eine Aufgabe kriegt, dann wird die erledigt, dann hängt man sich da rein. Aber wenn man überall Commitments eingeht, kann man die ja nicht mehr umsetzen und dann bleibt alles auf der Strecke. Und ich habe halt überlegt, was sind eigentlich so die zentralen Stellschrauben, an denen nur ich drehen kann, um den Erfolg des Unternehmens maximal zu fördern. Und das dann, daraus ist dann im Prinzip diese Methodik, die ich 3P-Strategie nenne, entstanden. Es geht einfach um die People, also die Menschen. Es geht um die Prozesse und es geht um die Presentation. Und bei Presentation möchte ich Marketing und Verkauf ansprechen, aber gleichzeitig betonen, das ist nicht das Gleiche. Wenn ich jemanden treffe, der mir sagt, ich mache Marketing und Vertrieb, dann weiß ich, der macht nichts von beidem richtig, weil das völlig unterschiedliche Strategien sind. Aber manchmal merke ich eben, dass manche Menschen sich darüber selber nicht im Klaren sind. Das heißt, die wollen mich nicht blenden, die wollen mich nicht beeindrucken, sondern die glauben, das macht man eben so, weil es so naheliegend ist. Ist es aber nicht. Und einfach nur, auch wenn es jetzt vielleicht in Deutschland ungewöhnlich ist, weil ich das auch international Vorträge halte, ist es halt People, Process, Presentation und nicht irgendwas Eingedeutschtes. Aber das sind die drei Stellschrauben, über die wir gerne im Detail reden können. Und das machen wir auch gleich. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen an Christian aus Südbaden. Wir haben den Ali, wir haben den Stefan, die Andrea aus Worms. Wir haben noch eine Andrea, die liebe Grüße aus Herzogenaurach. Keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie ausspricht. Aber ja, genau, diese Stadt. Ja. Sendet Jana, sagt spannendes Thema. Wir haben Horai und Ayan. Was mir aufgefallen ist, du bist ja auch international unterwegs, du sprichst auf Deutsch, du sprichst auf Englisch. Es gibt meines Erachtens eine Art Mentalitätenunterschied, wenn es um das Thema Erfolge und Delegieren und sich selbst vermarkten geht, wenn wir einmal davon ausgehen. Und es ist ja immer ganz schlecht zu generalisieren und jeder Mensch ist ja ganz besonders und die Welt ist komplex und wir machen sie uns jetzt ein bisschen unkomplexer und gehen davon aus, dass es den typischen Deutschen gibt und wir gehen davon aus, dass es den typischen Nordamerikaner gibt, ohne dass wir sagen, etwas ist besser oder schlechter, ohne dass wir alle in einen Pott schmeißen. Wir machen das nur, um etwas Komplexes für eine Momentaufnahme einfach zu gestalten. So, damit habe ich mich abgesichert. Jetzt geht's ans Thema. hast du das Gefühl, dass der typische Deutsche sich eher im Weg steht beziehungsweise einen stärkeren Drang zum Kontrollwahn hat und oder nicht delegieren kann als ein typischer Nordamerikaner? Also grundsätzlich vielleicht erstmal einen Schritt zurück, nur ganz kurz, auf welche Expertise ich meine Aussagen fundiert, Stufe oder Abstufe oder was auch immer. Es ist so, ich habe in Deutschland studiert und danach habe ich nochmal in den USA studiert. Das heißt, ich kenne nicht nur beide Systeme von Urlaub, sondern ich habe in beiden irgendwo auch am Arbeitsleben teilgenommen und habe da auch ein wirkliches Studium absolviert, sodass ich auch viele so Charaktere kennengelernt habe. Und da ich mein MBA-Studium, das waren ja alles irgendwo so Chefs oder man würde vielleicht sagen Macherleute oder so getroffen habe, also viele Alpha-Leute, Leute, habe ich natürlich auch deren Wesenszüge in der Extremausprägung erlebt und nicht einfach nur jemand auf der Straße vielleicht mit meiner Brille eingestuft. Also ich würde sagen, wenn man diese zwei Kulturkreise vergleicht, dann wäre eigentlich der Mix aus beiden die perfekte Lösung für wirtschaftlichen Erfolg. Weil Umsatz kommt vom Umsetzen, nicht vom drüber nachdenken. Und der Amerikaner, der hat halt immer die Herangehensweise, der denkt, ich habe da eine Idee und jetzt fange ich schon mal an, die zu verkaufen. Und wenn ich dann Käufer dafür habe, dann fange ich mit der Produktentwicklung an, dann werfe ich das erste Produkt auf den Markt und wenn ich dann Feedback von den Anwendern bekomme, dann bessere ich einfach an den Stellen nach, wo es gewünscht wird und das, was niemand anspricht, lasse ich einfach, wie es ist. Der Deutsche denkt, ich habe so einen hohen Qualitätsanspruch, bevor ich was auf den Markt bringe, werde ich das erstmal in allen Details prüfen. Ich werde Fokusgruppen anlegen, ich werde mit ganz vielen Menschen sprechen, ich werde schauen, dass das wirklich funktioniert und ich werde da erstmal den dritten, vierten, fünften Prototyp, was ja jeweils eine Weiterentwicklung, nicht einfach nur mehr von dem Gleichen ist, herstellen, bevor ich überhaupt wage, das Ding zu verkaufen, weil die ersten schicke ich gratis raus, denn wenn sich dann einer beschwert, dann brauche ich nachher mich nicht so sehr zu entschuldigen. Und das führt dann in Konsequenz dazu, dass der Amerikaner schon viel Geld verdient, während der Deutsche noch gar nicht am Start ist. Und das ist auch der Punkt, wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue. Es gibt mehr Wirtschafts-, also mehr Einkommensmillionäre in den USA als in Deutschland.
Und das liegt proportional betrachtet. Es geht ja, die sind ja dreimal so groß, aber das ist ein anderes Thema, sondern es geht einfach darum, weil die mehr ins Tun kommen, haben die mehr Ergebnis. Weil ja, egal wie toll die Strategie ist, es wird fürs Umsetzen bezahlt und nur Umsetzen schafft auch Resultate. Deshalb glaube ich, wir müssten in Deutschland viel schneller durchstarten und wir müssten uns an vielen Stellen auch die Hürden selber aus dem Weg räumen, die wir uns selber dahingestellt haben. Also das ist eine Sache, die kann man von ganz alleine, weil wenn ich natürlich niemandem sage, dass ich der Beste bin, wie soll der Kunde das wissen? Der Amerikaner hat da kein Problem. Der sagt direkt, I'm the greatest, I'm number one, America first und die ganzen anderen Dinge, die wir alle kennen. Und der Deutsche sagt, ich sag mal nichts, ich warte erstmal ab, ich gucke mir das hier erstmal an, mal schauen, wie die anderen reagieren. Aber der Kunde braucht Hilfe bei Entscheidungen. Das heißt, wer aktiver auf den Kunden zugeht und den Kunden an die Hand nimmt und sagt, mach es jetzt so, den Call to Action also wirklich verbalisiert, artikuliert und dann den Kunden an die Hand nimmt und sagt, machen wir das jetzt, der kriegt mehr Ergebnis. Deshalb würde ich sagen, der Deutsche ist qualitativ hochwertiger unterwegs, verdient trotzdem weniger Geld, weil der Kunde kauft die Vision, nicht das Produkt. Und die Vision wird halt im Verkauf erstmal vermittelt. Ach, so schön zusammengefasst. Du sprichst mir aus der Seele. Damals sind wir auch schon beim ersten Teil People angekommen. Ich habe mir hier auf Seite 20 rot angemarkert, dass der Grad des Selbstbewusstseins, den die Mitarbeiter haben, ein unglaublich wichtiges Element ist, gerade bei der Frage, wen suche ich mir raus als Mitarbeiter, und dass insbesondere Selbstbewusstsein unglaublich wichtig ist im Verkaufsprozess und in der Art und Weise, wie du dich präsentierst. Erzähl uns ein bisschen dazu, wie suche ich mir den optimalen Mitarbeiter aus oder was soll ich mir, welche Fragen soll ich mir stellen, wenn es um das Thema geht, was für Mitarbeiter braucht mein Unternehmen? Okay, also weil du so ein breites Feld aufgemacht hast und mein Herz so für Vertrieb und Verkaufen brennt, fange ich damit ganz kurz an. Der Punkt ist einfach der, Menschen kaufen nicht das, was sie wollen, sondern das, was ihnen am wenigsten Angst macht. Das bedeutet einfach, wenn ein Kunde vor einer schwierigen Entscheidung steht, entweder weil er das zum ersten Mal macht oder weil das Volumen eine gewisse Größe hat, dann wird er einfach das Risiko fürchten. Und um dieses Risiko im Endeffekt irgendwo einstufen zu können, braucht er jemanden, an dem er sich orientieren kann. Wenn der Verkäufer selber jetzt schon erkennen lässt, dass er Zweifel an sich, an der Lösung, an der dahinterstehenden Company hat, an der Passgenauigkeit, an der Machbarkeit, an der Finanzierbarkeit etc., dann sind zwei Leute gleichzeitig verunsichert und dann wird niemand eine Entscheidung treffen. Dann wird man auseinandergehen mit dem Gefühl, das war ein super Gespräch, weil man hat sich im Zweifel wiedererkannt und dann Gemeinsamkeit gesehen, aber man hat keinen Abschluss generiert. Und weil man ja auch niemanden verärgern möchte, weil das Selbstbewusstsein fehlt, um da ein bisschen jetzt Verbindlichkeit reinzubringen, wird im Prinzip einfach das Gespräch beendet. Und das heißt, schicken Sie mal ein Angebot. Da wird nie ein Auftrag draus, aber trotzdem ist das der Punkt. Ja. Die andere Thematik ist die, wenn ich Leute habe, also als Chef, ich habe ja meine Firma in den letzten 3 Jahren so geführt, dass ich gar keinen Büroraum mehr hatte. Ich habe meine Mitarbeiter bezahlt, ich habe die Büroräume bezahlt, ich habe die Autos bezahlt, ich habe alles bezahlt, ich habe auch den Kaffee und die Wasserflaschen und alles bezahlt, aber ich selber habe gesagt, Leute, ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv. Ich halte meine Vorträge, ich mache meine Beratungen und ich mache die Vertriebsgespräche. Das könnt ihr alles einstielen. Und wenn eins ansteht, fahre ich dahin und mache den Kunden klar, weil ich halt eine große Abschlussquote hatte. Und dann wussten die, wenn der Samot hinfährt, können wir dann die Aufträge abarbeiten. Aber der Punkt ist einfach, ich glaube, und dieses Führungssystem funktioniert halt nur dann, wenn man Mitarbeiter hat, die selber glauben, dass sie großartig sind. Ich bin überhaupt kein Freund von Motivation, weil warum soll ich neben jemandem den ganzen Tag stehen oder hinter dem stehen oder was auch immer und dem sagen, sie sind großartig, du bist großartig, dann ist er ja nur in der Lage, Leistung zu bringen, wenn ich dabei bin. Das ist transaktionskostentechnisch viel zu teuer, weil ich zahle 2 Leute für einen Job, den einer alleine machen könnte. Und gleichzeitig ist es so, ich schaffe Abhängigkeiten. Was ich aber wollte, ist, dass jeder Mitarbeiter selber das Gefühl hat, dass er hier der König von seinem Aufgabenbereich ist und dass, wenn ein Kunde ihn mit Problemen konfrontiert, der nicht den Chef um Hilfe ruft, sondern sagt, Herr Kunde, ich verstehe, Sie sind etwas unzufrieden, lassen Sie uns eine Lösung finden. Und das geht nur, wenn ich selbstbewusst bin. Weil das Problem bei Selbstbewusstsein ist, es gibt Menschen, die glauben 7, 8 Jahre an den Weihnachtsmann, aber keine 5 Minuten an sich selber. Und das ist eben gefährlich. Man muss im Endeffekt schauen, dass man die Leute selbstbewusster macht. Und das kann man, dafür reicht die Zeit hier nicht. Aber da habe ich viele, viele Sachen getestet. Und wenn ich mir überlege, mein größter Erfolg für mich persönlich war meine Mitarbeiterin, eine von denen, die ich eingestellt habe,
die anfangs nicht in einem Raum mit mir sein konnte, wenn ich mit der über Arbeit besprochen habe, selbst wenn Kollegen dabei war. Also ging, die fühlte sich einfach nur von mir und meinem Charakter und meinem Wesen so ein bisschen bedroht. Und nach 4 Jahren war irgendwann der Punkt erreicht, zwischendurch, aber da war mir besonders klar, ich rufe sie nach irgendeinem Vortrag, wenn ich dann auch mal alle bin, aus dem Auto an und sage, hör mal so und so und so. Und da sagt sie irgendwann, so Philipp, ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich, du redest jetzt nur noch dummes Zeug, weil dir langweilig ist. Tschüss, und legt einfach auf. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das? Was ist das für ein Level? Wenn jemand, sein Chef einfach sagt, so hör mal zu, das ist unproduktiv, was du da machst. Und das ist im Endeffekt eine Sache, da haben wir viele, viele Sachen für getan. Und das ist auch das, wo ich heute in meinem Training drüber rede, weil es ist nicht das Können, sondern das Wollen, was Menschen erfolgreich macht. Und das Wollen beginnt innen, nicht außen. Und wenn ich das also intrinsisch heißt es, aber was heißt denn intrinsisch? Das kannst du nachgucken, das bringt ja niemanden was. Aber wir beide machen nicht diese Calls, wir beide machen nicht diese Arbeit, wir beide schreiben nicht all diese Sachen ins Internet, weil wir Geld brauchen oder was, sondern weil wir da Bock drauf haben. Und da steht keiner hinter uns, der uns hilft, sondern wir machen das, weil wir wollen. Und wer das erreicht, der braucht sich um die Performance seiner Leute keine Gedanken zu machen, die Krankheitsquote sinkt und die sind immun gegen Abwerbungen, weil das ist eine Form der Persönlichkeitsentwicklung, die kriege ich nirgendwo und die kann man in Geld nicht messen. Und dazu hast du so schön gesagt, wer weniger zweifelt, schneller in die Umsetzung kommt, schafft mehr Ergebnisse. Zitat Nummer 1, was ich super finde. Und dann gibt es noch ein anderes, Selbstbewusstsein reduziert Zweifel und wer weniger Zweifel hat, handelt öfter, schneller und wirkungsvoller. Exakt. Vor allen Großartig. Dingen, und das vielleicht noch als, was ist denn schlimm, wenn es nicht direkt auf Anhieb klappt? Dann mach, ich brauche doch nur genug Mut, um es nochmal zu machen. Der Erfolgreiche ist doch nur der, der es noch einmal versucht hat. Und ich glaube immer, starten ist der Schlüssel zum Erfolg und dann im Prozess besser werden. Leute sagen, Semmeroth, wie kannst du, keine Ahnung, eine Stunde ohne Folien ein Seminar machen oder einen Tag? Ja, ich sag, weil ich keine Angst habe, meinen Text zu vergessen, weil allein der Gedanke daran schon Zeitverschwendung ist. Ich konzentriere mich lieber auf das, was ich erreichen will und dann finde ich einen Weg. Und das ist alles nur eine Frage der inneren Story. Das kann man an anderer Stelle mal im Detail vertiefen, aber so als Big Picture. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel für Performance und das dann in allen Lebensbereichen. Genau, und dazu hast du nochmal Seite 25 gesagt, der innere Dialog, das Mindset, die Einstellung der Mitarbeiter sollte auf maximalen Erfolg programmiert sein. Wer Menschen immer wieder dabei unterstützt, zu einer besseren Version von sich selbst zu werden, ist letzten Endes die Person, das Unternehmen, was langfristig profitiert und gewinnt. Also sensationell. Leute, lasst euch das mal wirklich, lasst das mal auf der Zunge zergehen oder reflektiert mal drüber. Das sind Sätze, die man mal gehört hat, aber ich finde, dass Philipp sie mit anderen Worten zusammenfasst und für mich vor allen Dingen, das habe ich so festgestellt, Philipp, das war das erste Buch, was ich zu dem Thema auf Deutsch gelesen habe. Ich habe alles auf Englisch gelesen und dadurch, dass ich das mal auf Deutsch und in deutschen Worten höre, hat das auf eine ganz andere Art und Weise mit mir resoniert. Also danke, danke, danke dafür. Yay! Danke für das positive Feedback, ja. Sehr gern. Wer hier mit dabei ist, zum Beispiel Patrick aus der Schweiz, wir haben hier Stefan und die Andrea und Frederik, der übrigens sagt, sehr schön zusammengepasst. Wir haben Dr. Rasch und nochmal die Andrea. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte jetzt. Philipp ist heute da, um deine und eure Fragen zu beantworten. Es gibt keine blöden Fragen und es geht so im großen Rahmen um die Frage People, Processes und Presentation. Was kannst du machen, um dein Unternehmen noch effizienter, noch besser zu machen für 2021? Philipp, dann bin ich hier in meinen Notizen im Bereich Prozesse angekommen. Ja. Und da gucke ich gerade, was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Für mich war es die Tatsache, dass wir ganz viele Dinge immer wieder machen und machen und machen. Und ich habe das bei meinen Mitarbeitern festgestellt, dass sie immer wieder nachfragen. Und dass sie immer wieder zurückkommen. Und ich dachte, was ist denn daran nicht klar? Warum verstehen die das denn nicht? Warum müssen sie mir 5 WhatsApp-Nachrichten über einen Zeitraum von 10 Minuten schicken? Und als ich dein Buch gelesen hatte, dachte ich, ja, weil ich Idiot niemals den Prozess definiert habe. Großartig, danke. Habe mich also hingesetzt und habe gesagt, kannst du mir einmal bitte für diesen Aufgabenbereich, den Prozess aufschreiben, was du machst, was du nicht machst, wo es Probleme gibt. Und dann machst du dasselbe bitte nur einmal hier.
und das schickst du mir innerhalb der nächsten 2 Tage. So, die Mitarbeiterin hat es mir rübergeschickt und ich dachte, ja, da weißt du nicht, was du machen soll, da hast du ein Problem, und weil ich das noch nie definiert habe. Habe mich also 3 Tage hingesetzt, das Ganze schön aufgemalt und dann wenn A, dann so und wenn B, dann so. Habe ihr das geschickt. Wir haben heute 30 Minuten drüber diskutiert und sie dachte, wow, so viel besser. Also, vielen lieben Dank für diese Einsicht. Was sind, wie soll ich sagen, was ist der Grundgedanke, den du den Leuten hier mitgeben möchtest? Na, wo siehst du die größten Fehler, wenn es um das Thema Prozesse geht? Also ich kann mal erklären, wie ich da irgendwie auf diese Idee gekommen bin. Der erste Punkt war, es hat mich wahnsinnig genervt, dass man die Leute immer wieder dabei erwischt, Dinge irgendwie neu zu durchdenken und ich diese Zeit ja bezahlen muss als Chef und gleichzeitig damit ja auch Fehler letztlich immer wieder auftreten, die völlig unplanbar, also unvorhersehbar entstehen können, weil ich ja gar nicht weiß, was der Mitarbeiter tut, weiß ich auch nicht, an welcher Stelle er dieses Mal besser aufpassen sollte. Und wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, dann habe ich ja überhaupt nicht den idealen Weg, sondern jeder macht so, wie er möchte. Und ich bin ja in meinem Herzen Vollblutverkäufer. Das heißt, ich denke ja immer vom Kunden rückwärts. Und ich habe immer überlegt, wenn ich jetzt ein Dienstleistungsunternehmen habe, dann ist es doch ganz üblich, dass der Kunde, meinetwegen, wenn ich Serviceleute habe, dann ist es doch üblich, dass der Kunde seine Lieblingskontaktpersonen hat. Das ist immer der Herr Müller, der Herr Meier, der Herr Schmitz, weil der macht es genauso, wie es dem Kunden gefällt. Aber was ist, wenn der Urlaub hat? Was ist, wenn der keine Lust mehr hat, bei mir zu arbeiten? Was ist, wenn der aus irgendeinem anderen Grund nicht verfügbar ist, weil der so gut ist, dass andere Kunden ihn auch sehen wollen? Dann kann ich einen Kunden nicht mehr bedienen, weil ich, obwohl ich über genug Leute verfüge, niemanden habe, der den Kunden in seiner Erwartungshaltung richtig abholen und bedienen kann. Also habe ich mir überlegt, es muss doch eine Standardisierung her für Dienstleistungen. Und das ist so eine wahre Anekdote. Ich sage den Namen, auch wenn das jetzt, ich weiß, diese ganzen Regeln mit Werbung nicht oder so, aber ich liebe Subway. Das heißt, es gibt in meiner Firma, die ich ja jetzt verkauft habe, aber da gab es eine Art Subway-Radar. Wenn ich also sagte, ich muss für einen Job nach München, nach Hamburg oder was, dann legte mir meine Mitarbeiterin so eine Liste vor, wo ich Zwischenstops machen kann, weil ich nur bei Subway esse. Und ich esse immer gerne warmes Brot, Fleisch und Salat. Das ist für mich perfekt. Ich fühle mich danach nicht müde und ich bin im Endeffekt einfach gut gelaunt. Anders als bei manchen Burgerketten, wo man hinterher das Gefühl hat, puh, das war keine gute Idee. So, aber zurück. Jetzt komme ich also, egal wo in der Republik, in diesen Subway und das Sandwich schmeckt immer exakt gleich. Egal, ob der Typ heute lange geschlafen hat, kurz geschlafen hat, gute Laune hat, nicht so gute Laune hat, wie gut seine Sprachkenntnisse sind, wie gut der mich versteht und sowas alles. Es ist immer das gleiche Ergebnis. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, was wäre, wenn man das auch für Dienstleistungsbetriebe realisieren könnte. Und dann haben wir das kann ich jetzt nicht zeigen, weil das meinen Hintergrund kaputt machen würde, aber dann haben wir wahnsinnige Prozessdiagramme erstellt, wo wir im Prinzip wirklich jede einzelne Tätigkeit visualisiert haben, die Übergabepunkte definiert haben, die Entscheidungswege definiert haben und so weiter. Das ist eine große Arbeit. Aber wenn man das schon mal gemacht hat, wie ich das ja jetzt auch für viele Kunden schon umgesetzt habe, geht es natürlich schneller. Wer das alleine probiert, wird viel zu viel Zeit verbrennen, weil er auch gar nicht weiß, worauf er achten muss. Aber es ist ja auch anfangs extrem komplex. Es fängt ja zum Beispiel damit an, wer darf den Chef telefonisch erreichen? Sind es nur die Privaten, sind es die Kunden, sind es die, die eine Rechnungsreklamation haben? Wann ist er erreichbar? Hat er feste Zeiten und so weiter? Und alleine da gibt es in vielen Firmen schon keine Struktur. Deshalb wird der Chef permanent gestört, kriegt nichts geregelt und sitzt abends ewig lange im Büro, weil er ja, wenn alle weg sind, erstmal Zeit hat für seine wirkliche Arbeit. Genau. Ich habe ja mit niemandem gesprochen. Ich habe den Kunden im Erstgespräch meinetwegen gesagt, so hören Sie mal, Sie haben jetzt den Auftrag hier erteilt, ich lasse Ihnen jetzt von meinen Mitarbeitern die Papierdokumente zuschicken. Dann kommt der Moment, wo die Kunden ihre Visitenkarten rüberschicken, sagen, Herr Semmeroth, super, hier, ich bin der Prokurist, ich bin der Geschäftsführer und so weiter. Und ich immer nur gesagt habe, meine Herren, meine Damen, ich habe Ihnen keine Visitenkarten mitgebracht, weil ich bin gar nicht Ihr Ansprechpartner. Ich komme nur für strategische Beratungen. Im Tagesgeschäft bin ich nicht für Sie da. Ich rufe Sie nicht zurück, wenn Sie mich anrufen. Ich gebe Ihnen keine Stellungnahme ab, wenn Sie mit einer Rechnung nicht zufrieden sind. Das ist alles nicht mein Job. Wenn wir sprechen, hat das System versagt oder Sie haben eine sehr große Investition vor. Das sind die zwei einzigen Beispiele. Und da ich ja meine Beratungsgespräche auch alle fakturiert habe, weil ich gesagt habe, wer mit mir redet, kriegt so viel Mehrwert, der muss halt auch bezahlen, weil es unterm Strich Geld spart, war das alles für Kunden auch von vornherein transparent. Diese ganze Struktur, ich muss die Kamera neu starten, diese ganze Struktur, keine Ahnung, was jetzt mit der Kamera hier ist, Augenblick, diese, ich switch mal hier um und dann zurück. Also diese ganze Struktur haben wir komplett ausgearbeitet. Ich habe hier so viele Kameras, deshalb werden die Leute jetzt irgendwie wahrscheinlich gleich lauter Sachen sehen, die sie hier gar nicht so. Egal. Jedenfalls Punkt ist,
Ich habe also wirklich gesagt, es muss so sein, dass auch Mitarbeiter mich niemals anrufen müssen über Tag, um zu fragen, wie machen wir das jetzt, wenn ein Kunde 200 Euro nicht bezahlen will? Was ist, wenn der Kunde seine Lastschrift zurückgeben lässt? Was ist, wenn der Kunde die bestellte Ware nicht anzahlen will? Und. Und das haben wir komplett ausgearbeitet. Und dadurch erreiche ich eine Präzision, die gigantisch ist. Ich kann Pauschalen bilden, sodass ich Festpreise mache. Damit bin ich aus der preislichen Vergleichbarkeit raus, weil das können kaum Wettbewerber, insbesondere im Dienstleistungsbereich nicht. Ich kann im Prinzip auch erreichen, dass eine Disponentin, die gar nicht in der Situation ist, fachlich zu verstehen, was meinetwegen Servicetechniker in der IT-Welt machen müssen, perfekt Termine planen kann, weil sie genau weiß, was muss der da machen, und im Leistungskatalog steht genau drin, wie lange wird das dauern, welche Pufferzeiten muss ich berücksichtigen. Ja. Sie weiß auch, welche Folgeaufträge ergeben sich aus dieser Dienstleistung. Und das ist jetzt hier alles so die globale Zusammenfassung, aber da ist ein wahnsinnig großer Hebel drin. Und ich meine, muss ja jeder, der hier zuschaut, sich nur mal durch den Kopf gehen lassen. Wie viele Chefs kennen Sie, die nicht im Büro mitmischen und trotzdem Millionenumsätze machen? Das liegt nicht daran, dass ich so genial bin, sondern ich habe so viel Zeit in das System investiert, weil ich gesagt habe, es muss ohne mich funktionieren. Ja. Ich war 2019 2 Tage im Büro, meistens eben nur, um die Post zu holen oder mal kurz Hallo zu sagen, weil ich auch der Meinung bin, wenn man Mitarbeitergespräche führt, führt man die im Steakhouse. Das macht einfach bessere Stimmung. Anderes Thema, hängt mit meinen Vorträgen Führen durch Vorbild und so zusammen. Aber der Punkt ist einfach, Standards und Prozesse bringen Planungssicherheit, Wettbewerbsvorteile und am Ende des Tages richtig viel Geld. Weil wenn ich keine Reklamationen habe, keine unnötigen Leerlaufzeiten, keine fehlgeplanten Aufträge, eine absolut durchstrukturierte Arbeitsweise, dann wird der Kunde nicht sagen, der ist aber ein bisschen billiger, sondern der wird sagen, was muss ich tun, damit ich hier Kunde bleiben darf? Deshalb bin ich auch immer ganz offensiv in den Vertriebsgesprächen beim Erstkontakt hingegangen und habe gesagt, Herr Kunde, warum bewerben Sie sich bei uns, Kunde zu werden? Da merkt er mal gleich, Moment, was ist das denn jetzt hier? Da sage ich ja, wir arbeiten nur mit den Besten. Und das bringt eine ganz andere Dynamik in das Gespräch. Man muss dann auch liefern und das gut rüberbringen. Und das ist jetzt die Kurzfassung. Manche denken, das kann man so nicht machen. Geht. Aber das müsste ich mal ausführlicher erklären. Aber dadurch wechselt die ganze Art der Zusammenarbeit. Und plötzlich wird man nicht mehr über Stundensätze und was verglichen, sondern die Leute unterschreiben vielleicht auch 5 Jahre Serviceverträge mit dir, weil sie einfach sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwo anders besser ist. 100 Pro. Aber damit hast du ja auch eine sensationelle Personal Brand oder ein großartiges Image aufgebaut mit einem Qualitätsversprechen hinter, mit einem Selbstbewusstsein, dass die Leute einfach sagen, die sind super, mit denen werde ich zusammenarbeiten. Und das hast du ja auch vorhin gesagt, Leute kaufen das, was sie kennen, was sie mögen, von dem sie keine Angst haben. Also wenn das alles in sich stimmig ist, why not? Obwohl ich davon ausgehe, dass ganz viele Leute wahrscheinlich, wenn sie das zum ersten Mal hören, sagen, also Herr Semmelroth, das kann ich doch nicht machen. Das ist doch arrogant, oder? Also da glauben die Leute, dass ich was Besseres bin. Was sagst du diesen Leuten? Ich sage ja mal, pass auf, ich bin erfahrungsgemäß habe ich festgestellt, Leute, die dich als arrogant einstufen, stehen meistens emotional unter dir, wie auch immer. Sie haben irgendwie das Gefühl, sie können nicht mithalten, weil sonst ist es ihnen egal. Gehen wir einen Schritt, machen wir ein super Extrem. Egal, was ich Richard Branson erzählen würde, egal wie arrogant das jetzt auf den Einzelnen wirkt, der würde sagen, ist mir scheißegal, was ist der Semmelroth für ein Vogel? Interessiert mich nicht, in meiner Flughöhe spielt das keine Rolle. So, das heißt aber gleichzeitig, wenn Kunden auch zu mir gesagt haben, wie Herr Semmelroth, das ist unser erstes und gleichzeitig letztes Gespräch, habe ich gesagt, ja, es sei denn, Sie wollen wieder so eine große Investition tätigen, dann komme ich gerne nochmal vorbei, aber ansonsten wird mein Team das für Sie alles abbilden. Ich sage Ihnen auch genau, was jetzt passiert. Als erstes wird sie die und die Mitarbeiterin kontaktieren, wird Ihnen die und die Informationen schicken, das vermutlich noch, bevor dieser Tag zu Ende ist, je nachdem, wann der Termin zu Ende war und so weiter. Das heißt, es war alles durchstrukturiert und manche Kunden waren natürlich schon so aufgestellt, dass sie gesagt haben, aber das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte schon hier auf Geschäftsführerebene zusammenarbeiten und so weiter. Da habe ich gesagt, geben Sie mir 6 Wochen Zeit. Und wenn Sie nach 6 Wochen das Gefühl haben, unser System funktioniert nicht, setzen wir uns zusammen hin und lösen das für Sie anders, dass es für Sie passt. Das habe ich bisher jedem Kunden angeboten. Das hat bis jetzt kein Kunde in Anspruch genommen. Vertrauen Sie einfach mal darauf, dass es klappt, weil dass das Zusammenarbeiten auf Geschäftsführerebene nicht die Lösung ist, haben Sie ja bei Ihrem vorigen Dienstleister kennengelernt, sonst wären Sie ja noch bei dem, denn der hat ja auch alles mit Ihnen besprochen und trotzdem sind Sie unzufrieden. Wir machen es von Anfang an anders, dann kommt ein anderes Ergebnis raus. Ich brauche an dieser Stelle einmal Ihren Vertrauensvorschuss, danach werde ich Sie nie wieder darum bitten müssen und dann läuft das schon.
Man muss es nur glaubhaft rüberbringen. Und hier bringt uns das wieder zu dem Thema Selbstbewusstsein. Sehr starkes Selbstbewusstsein wirkt auf schwache Menschen arrogant. Ich glaube, und für manche auch als Blendertum. Und deshalb, wenn du lieferst, ist das nachher alles egal. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, und das wird jeder deiner Fans hier bestätigen können, die sagen einfach, die Natalia hat einfach eine Macke und dafür lieben wir sie. Richtig. Die sagen einfach, das ist genau das, weshalb ich ihr folge, weshalb ich ihre Lives besuche, weshalb ich ihr auf Social Media auch Likes gebe, ihre Artikel lese und so, weil die hat eine Macke, die ist authentisch, die steht für irgendwas und die spielt keine Rolle. Und das ist der Schlüsselfaktor. Wer eine Rolle spielt, muss ich immer merken, was habe ich zum letzten Mal erzählt, der muss sich immer wieder auf die neuen Leute einstellen. Wer aber einfach authentisch ist, der findet seine Peer Group und die werden dann auch richtig loyale Fans und sagen einfach, der spinnt zwar, aber der liefert. Und dann passt es, weil die Leute wollen am Ende des Tages keine Freunde, die wollen Resultate im Business. Und wenn du Resultate lieferst, wird alles andere akzeptiert. Aber gleichzeitig ist es so, viele Unternehmen sind ja selber total chaotisch aufgestellt auf Kundenseite. Da kann ich mich ja jetzt nicht auf deren Level, das klingt jetzt blöd, aber herablassen, um dann auf deren Level mitzuarbeiten, sondern ich muss ja sagen, ich würde euch anbieten, dass wir mit unserer Expertise euch ein wenig den Rücken frei halten. Dann könnt ihr an den anderen Themen arbeiten und die Zahlen sprechen einfach dafür, dass es geklappt hat. Absolut. Deshalb lade ich ein, das Buch eventuell einfach mal zu lesen, um noch mal ein bisschen tiefer ins Detail reinzuschauen und nicht einfach nur denken, der Semmelroth, der spinnt, sondern da kann ja jeder sich eine Meinung bilden, ob das nicht vielleicht doch plausibel klingt und ein Versuch ist, ausprobiert zu werden. Absolut. Das Buch, das ich hier gerade habe, ist so eine Light-Version. Das ganze Buch, das findet ihr unter philipp-semmelroth.com/business-turbos. Ihr seht es auch da. Ich werde den Link nachher nochmal einblenden und ansonsten, wenn jemand den Link nehmen könnte und in die Kommentare eintippen könnte, das wäre großartig. Vielen lieben Dank dafür. Ich lasse den Link erst momentan stehen. Wenn ihr Fragen habt, noch einmal, bitte jetzt stellen. Es gibt keine blöden Fragen. Philipp hat mehrfach heute bereits gesagt, dass seine Zeit kostbar ist, dass er normalerweise sich ganz rauszieht aus solchen Sachen. Also heute die einzige Möglichkeit, stellt die Frage jetzt. Wenn nicht, ich habe einen Arsch voll Fragen. Und ich habe hier noch eine Menge Seiten, die ich durchgehen möchte. Also, Präsentation, a.k.a. Presentation. Das ist das, wo ich am meisten Spaß hatte. Da gibt es ganz viele rote Ausrufezeichen und so rot markiert und so. Schön fand ich, womit fangen wir denn mal an? Am besten mit den Zusammenhang von Reputation, wie viel Geld man verlangen kann für die eigenen Aufträge und die persönliche Überzeugungskraft des Verkäufers. Was ist da, sagen wir mal, der Gedanke, wenn du ihn als Keynote-Speaker auf der Bühne teilst, in dem die Leute denken, what? Ja, also grundsätzlich ist es so, das ist vor allen Dingen für die Deutschen wichtig zu verstehen. Egal, ob euch das gefällt oder nicht, so sind die Regeln. Die Amerikaner haben es halt verstanden und wir Deutschen müssen uns dafür öffnen. Reputation ist das, was bezahlt wird. Können wird vorausgesetzt. Es macht keinen Sinn, sich über seine Expertise zu profilieren, weil die in regelmäßigen Abständen von Kundenseite gar nicht beurteilt werden kann. Der Kunde kann Kompetenz nicht einschätzen. Der kann nur Rückschlüsse aufgrund von wahrgenommener Kompetenz schließen. Das bringt mich zu dem Schritt, dass Performance wichtiger ist als Wissen. Wer alles weiß, aber die Performance nicht auf die Straße bringt, im Verkaufsgespräch beispielsweise, wird den Auftrag verlieren. Wer für eine Präsentation über sein Produkt, seine Dienstleistung, seine Firma eine Folienpräsentation braucht, der hat das Zeug nicht im Griff. Weil wenn wir zwei uns bei einem Essen treffen, habe ich auch keine PowerPoints dabei. Ich muss immer überzeugen. Das heißt, alles, was ich brauchte, war immer nur ein Stift und ein Flipchart, wenn mehrere Leute im Raum waren. Ansonsten mit dem Kunden einfach nur da gesessen und ein kleines Stück Papier genommen, wenn ich was skizzieren musste. Ja. Es gibt ja in meinen Vorträgen so ein Modell, wo ich sage, das Hauptproblem im Verkauf ist, gerade wenn es zu kopflastig in Deutschland durchgeführt wird, die Leute starten mit ihrem Wissen in dieses Verkaufsgespräch und verbalisieren alles, was sie über Produkt, Dienstleistung und so weiter gehört haben, weil sie gelernt haben, dass Wissen Status und Autorität verleiht. Das Problem ist, ich beschäftige mich in der realen Welt als Verkäufer ja häufiger mit dem Thema und der Kunde, der nicht.
Das heißt, das ist wie so eine Vorlesung, für die der Kunde sich nicht eingeschrieben hat. Der hat einfach nur gedacht, ich kriege hier eine Lösung, jetzt kriegt er eine Vorlesung. Während der Verkäufer also sein ganzes Wissen wiedergibt, was alles richtig ist, schaltet der Kunde irgendwann ab. Der Verkäufer sieht das und denkt, oh Gott, der glaubt mir nicht. Dabei ist das alles richtig. Und anstatt zu sagen, Herr Kunde, es tut mir leid, dass ich Sie mit meinen Ausführungen gelangweilt habe, es tut mir leid, dass ich an Ihren Interessen vorbeigesprochen habe, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit von mir und meiner Firma errede, anstatt mich über Sie, Ihre Ziele, Ihre möglichen Geschäftsideen und so weiter zu unterhalten. Das wäre ja der Lösungsansatz. Das heißt, der Verkäufer merkt, der Kunde ist weg. Jetzt denkt er, scheiße, der glaubt mir nicht. Und dann fängt er an und sagt, wissen Sie, das stimmt, aber ich habe hier dieses Zertifikat und ich habe hier studiert und da habe ich noch eine Prüfung gemacht und das habe ich gemacht. Der Kunde will aber keine Beweise sehen, sondern der Kunde will die Performance im Vertriebsgespräch sehen. Der möchte einfach sehen, dass jemand brennt für das, was er tut, dass der daran glaubt, dass der bei Rückfragen nicht aus der Reserve gelockt wird. Und das ist im Endeffekt so der Punkt. Viele Leute trainieren das aber leider nur, wenn der Kunde dabei ist. Ich glaube, hartes Training, leichtes Spiel. Wenn ich in meinen Vertriebstrainings Rollenspiele und sowas mache und die Leute mal richtig in die Ecke bringe, also ich führe das jetzt nicht zu sehr aus, dann werden die am Schluss immer Folgendes wissen. So hart wird es nie mehr, wenn ich beim Kunden sitze. Für mich war das super cool, wenn ich auf dem Weg zum Kunden noch eine WhatsApp aus dem Büro gekriegt habe und die haben gesagt, Semmelroth, also Philipp, die haben gerade angekündigt, an dem Gespräch wird noch der Prokurist, der IT-Leiter oder sonst was teilnehmen. Dann habe ich immer nur zurückgeschrieben, je mehr Leute, je mehr kaufen am Schluss. Das ist viel besser, als wenn die sich nachher intern selber überzeugen wollen. Schicken die alle, ich mache das klar. Aber es ist die Performance. Und die Performance kann ich ja im Vorfeld nicht demonstrieren. Das heißt, im Vorfeld geht es um die ganzen Indikatoren. Branding by Association oder Branding by Results. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sage, ich habe ein gutes Buch geschrieben, ist das mein Statement. Wenn ich sage, der führende Verlag Gabal schickt in seiner aktuellen Rundschreiben an den Buchhandel eine Doppelseite von meinem Buch und sagt, das ist das Buch für den Mittelstand. Dann ist es im Prinzip so, dann entsteht auf Kundenseite das Interesse, die 30 Euro vielleicht einfach mal auszugeben, weil sie sagen, wie groß kann das Risiko schon sein? Da muss irgendwie Substanz hinter sein. Ja. So, dann ist es aber auch so, dann habe ich vielleicht eine Webseite, die irgendwo ein bisschen diese Sachen untermauert, die ich vorher behauptet habe. Dann habe ich vielleicht Testimonials von Kunden. Dann habe ich vielleicht ein paar Bewertungen und. Und das alles kann ich ja steuern. Aber wer das alles dem Zufall überlässt und einfach denkt, ich bin ja deutsch, ich bin bescheiden, wer mit mir arbeiten will, der wird sich schon melden, der wird mich schon finden, das wird sich rumsprechen, der wartet einfach und der Umsatz wird woanders gemacht. Und das ist eben so ein bisschen mein Appell. Und ich bin deshalb auch immer so extrovertiert bei solchen Dingen, um die Leute so ein bisschen anzuschubsen. Weil ich immer glaube, wenn die einen kleinen Schritt in meine Richtung machen, deshalb stelle ich immer das Extrem dar, ist es ein gewaltiger Schritt für die und bringt denen spürbar mehr Geld ins Portemonnaie. Und weil du kannst den Menschen nur helfen, wenn sie dich bezahlen. Ja, einmal das, dann sind sie auch stärker committed, dann wollen sie auch selber, dass das sinnvoll ist. Wenn ich da gratis sitze und sage, pass auf, kostet euch nichts, ich erzähle euch, wie es geht, hören die gar nicht zu, machen was anderes, weil sie denken, ach, bin ja nicht committed, nicht investiert. Aber gleichzeitig sage ich auch immer in meinen Keynotes, und das ist das, warum ich häufig für Keynotes nach der Mittagspause gebucht werde, weil die Veranstalter sagen, Semmelroth, du bist der Einzige, der das Suppenkoma einfach ignorieren kann, weil die Leute pennen da nicht weg. Und dann sage ich, klar, ist doch klar, ist wie beim Meer. Wenn ich durch so eine kleine Welle laufe, kriege ich nur nasse Füße. Wenn die Welle richtig groß ist, muss ich einen Schritt in Bewegung kommen. Und deshalb muss doch von dem, der die Leute in die Umsetzung bringen will, eine wahnsinnige Energie ausgehen. Deshalb gehe ich aber noch immer einen Schritt weiter. Ich konzentriere mich nicht nur aufs Warum, sondern liefere auch immer gleich das Wie. Deshalb auch dieses Buch 55 Business Turbos. Das sind 55 konkrete Strategien. Je nachdem, wo im Moment der Engpass ist, kriegen die Leute konkret praxiserprobtes Wissen. Weil die Leute brauchen eben nicht noch ein weiteres Buch mit Theorie, man könnte und man hätte und es wäre möglich, sondern mach es so, dann kommt das da raus. Und wenn du es dann einmal erreicht hast, kannst du es ja mit deiner eigenen Genialität noch verbessern. Aber mach es erstmal so wie hier, wie beim Kochen. Erstmal das Rezept benutzen und dann variieren. Nicht schon direkt von vornherein sagen, nee, dann mache ich anders. Wenn du es noch nie mal gebacken oder gekocht hast. Nee, absolut. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war der Grund, weswegen Menschen mit hoher Fachkompetenz so einen Grund, im Englischen sagt man so Aversion, so Hass, haben auf Vertrieb. Magst du uns da ein paar Gedanken zu teilen? Weil ich fand das sehr, sehr spannend und ich habe noch nie diese Parallelen gezogen.
Also ich bin häufig gebucht worden und ich sage jetzt worden, weil 2020 mit Corona war das natürlich online und so ein bisschen anders als jetzt 2019 und so weiter. Aber ich kann halt Menschen helfen, erklärungsbedürftige Produkte sehr gut zu verkaufen, weil es um die Abstraktion geht. Der Kunde will keine Schulung, der will nur wissen, was habe ich davon, wenn ich dieses Geld investiere. Das heißt, die ganzen Details will der nicht. Der Kunde will auch nicht mitarbeiten. Das heißt, ich muss dem nicht jeden Schritt erzählen, wie ich das implementiere, sondern nur, pass auf, du stehst hier, du willst dahin und diese Brücke dazwischen schließen wir mit dieser Lösung. Das muss ich dann im Prinzip in dem Verkaufsgespräch unterbringen. Die Schwierigkeit, die ich feststelle, ist, dass Menschen mit hoher Fachkompetenz die Vertriebler nicht mögen, weil sie die pauschal als Schwätzer, als Dampfplauderer und so weiter einstufen. Ich sage aber immer, pass auf, ich weiß, das stimmt, dass viele Vertriebler einfach rhetorisch, kommunikativ stärker sind. Punkt. Das ist aber auch hilfreich, weil es bringt dir Aufträge. Denn du kannst deine fachliche Expertise nur einsetzen, wenn jemand den Auftrag holt. Beispiel, wenn ein Servicetechniker ein cooles Projekt realisieren will. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ein Servicetechniker, also der Mensch mit der hohen Fachkompetenz, direkt mit dem Kunden spricht, dann ist es seine moralische Verpflichtung, alles dafür zu tun, dass der Kunde nicht beim Wettbewerb investiert, weil wenn er weiß, dass seine Lösung so viel besser ist, dann muss er anfangs alles versuchen, um den Kunden vor einer Fehlinvestition zu schützen. Und wenn ich das dann mal als meine Aufgabe verstehe, dann sehe ich auch Vertrieb ganz anders. Dann ist es nämlich das Helfen und nicht das Aufschwatzen. Das Problem ist, der Kunde weiß nicht, wer besser erfüllt. Der Kunde gibt den Auftrag dem, der besser verkauft. Und wenn ich der bessere Fachmann bin, dann ist das schön, kann ich da einen Haken dran machen. Dann muss ich im nächsten Schritt gucken, dass ich der bessere Verkäufer werde. Und ich sage den Leuten immer, weil ich in den Rollenspielen auch signalisiert kriege, das kann der Semmeroth sehr gut, auch in verschiedenen Branchenkontexten. Ich sage immer so ganz frech, ihr müsst nicht besser werden als ich, ihr müsst nur besser werden als die zwei Vertriebler, die auch mit eurem Kunden sprechen. Und weil die auch nicht trainieren, ist es meist nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen Übung machen, also da dranbleiben und nicht einfach sagen, ja, hat nicht geklappt, weiß nicht warum, fahre ich zum nächsten Kunden, probiere es nochmal. Das ist einfach dumm. Das ist dumm und viel zu teuer. Und deshalb, ich glaube, gerade Menschen mit hoher Fachkompetenz müssen ein bisschen mehr an ihrem Selbstwert, dann können sie sich nämlich nach außen besser positionieren, arbeiten. Und wenn sie das vernünftig machen, dann werden sie für Beratungen bezahlt, dann werden sie als Advisor gebucht, dann kriegen sie vielleicht sogar die Möglichkeit, bei Ausschreibungen in der Konzeptionierungsphase schon mitzuwirken. Und dann können sie dafür sorgen, dass Kunden bessere Ergebnisse bekommen. Von daher ist Kommunikation und rhetorische Fähigkeiten, sich anzueignen, aus meiner Sicht der Schlüsselfaktor. Weil es geht bei Verkauf nur darum, Menschen in Bewegung zu versetzen, Ziele zu erreichen und irgendwas möglich zu machen. Und jeder, der sprechen kann, kann mehr bewegen als jemand, der einfach nur gut aussieht und viel weiß. 100 Pro. Damit kommen wir zu, ich habe noch zwei Fragen oder zwei Themen, die mir am Herzen liegen. Die Kunst der Inszenierung. Wenn einige Menschen das Wort Inszenierung, Impression Management, Personal Branding hören, sagen sie, wo ist die nächste Kotztüte? Ich hasse diesen Mist. Und wozu brauche ich das? Da hast du ein paar schöne Gedanken zu, insbesondere wenn es darum geht, Mehrwert der Produkte, um den Preis und um Entscheidungen zu fällen. Was sind da die Korrelationen, insbesondere für Leute, wo sich wirklich die Zehennägel kräuseln, wenn sie das Thema Inszenierung hören? Was ist dein Ratschlag oder deine ersten Gedanken an oder deine Botschaft an diese Leute? Okay, also vom Prinzip ist ja so, das Thema Inszenierung ist einfach das, was wir alle machen und wir nur im beruflichen Kontext plötzlich eine Aversion gegen entwickeln. Warum verpacken wir Weihnachten ein Geschenk? Weil es besser aussieht und den Empfänger einfach mit höherer Spannung und Begeisterung aussieht. Warum sieht Natalia so aus, wie sie aussieht und macht all diese lustigen Videos? Weil sie sich dann aus der Masse abhebt. Ich glaube, Produktverkäufer und Dienstleistungsverkäufer können durch die Kombination ihres Leistungspakets oder Portfolios mit der eigenen Persönlichkeit ein USP herstellen, was es nirgendwo anders gibt. Wer mit Natalia arbeiten will, kann nur mit Natalia arbeiten. Der kann nicht woanders hingehen und sagen, bring mir bei, was Natalia weiß, weil das nicht das Gleiche ist. Das heißt, Inszenierung ist der Schlüssel für Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist die Währung der Zukunft. Wer dich nicht kennt, kauft beim Wettbewerb. Punkt. Das heißt, es ist im Endeffekt erstmal wichtig, dass ich über die Wahrnehmungsschwelle komme. Weil jeder, wenn wir hier gleich im Ende in unser Handy gucken, hat jetzt 14 WhatsApps und 13 Nachrichten über Facebook Messenger, ein bisschen was bei LinkedIn und so weiter. Was tut jeder Einzelne von Ihnen, um
ganz oben mit dabei zu sein, in der Gruppe des Ziel, also in der Zielgruppe die Pole Position zu besetzen. Aber ich glaube einfach, dass man auch mit einer coolen Inszenierung Verkauf einfacher machen kann. Ich gebe ein konkretes Beispiel, dann haben die Leute so ein Takeaway. Ja. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine kleine Hütte, also so, Sie sind Student, einfach um es nicht zu kompliziert zu machen. Sie sind Student und Sie reparieren da neben der Uni Computer, Laptops meinetwegen. Das heißt, Sie können jetzt sagen, hör mal, ich bin der Philipp, ich habe hier so ein kleines Laptop-Reparaturzentrum, wollen Sie mit mir arbeiten? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde am Telefon sagt, so im Kaltakquiseprozess, ja super, danke, dass Sie anrufen, auf Sie habe ich gewartet, ist null. Wenn ich das 3-4 Mal versuche, bin ich so demotiviert, rufe ich niemanden mehr an und gehe einen Schritt weiter und sage, Laptop-Business funktioniert nicht. Wenn ich aber Folgendes überlege, und jetzt kommen wir zu der Inszenierung, wie sie aus meiner Sicht okay ist. Wenn ich jetzt überlege, ich sitze hier weiter in meiner Studentenbude und gucke, links und rechts von mir sitzt keiner, der das Gleiche macht. Dann überlege ich, im ganzen Häuserblock gibt es keinen, der das Gleiche macht. Also bin ich regionaler Marktführer. Weil es gibt ja niemanden, der das macht. Wenn ich jetzt mit diesem Standing im Kopf einen Kunden anrufe und sage, guten Tag, Frau Wiczowski, mein Name ist Philipp Semmelroth, ich bin regionaler Marktführer für professionelle Laptop-Reparaturen. Wir haben diese Kapazitäten für noch einen Neukunden und wir hatten Sie einfach selektiert, dass wir Ihnen die Möglichkeit geben würden, uns gerne mal kennenzulernen. Geben Sie mir 20 Minuten Ihrer Zeit, wenn Sie danach nicht restlos begeistert sind, hören Sie nie wieder was von mir. Ist das ein faires Angebot? Dann wird der Kunde auf der anderen Seite nicht immer Ja sagen, das ist klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er darüber nachdenkt, ist deutlich höher. Und als regionaler Marktführer habe ich ja einfach in einer anderen Liga aufgeschlagen und die Leute wollen eher mit mir zusammenarbeiten. Und deshalb glaube ich, Inszenierung ist im Prinzip das, was wir aus dem Privaten kennen. Selbst wenn einer einen Kuchen backt, also gerade jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt im Dezember Geburtstag, wenn ich da gucke, was meine Frau da gezaubert hat, ich habe gesagt, Schatz, wir können so einen Fertigkuchen kaufen, das reicht für mich, weil ich will eh nur diese Schokolade da. Und sie sagt, nee, komm, ich mach da was. Aber das ist das Thema. Im Privaten wird immer inszeniert. Jeder von uns hat sich auch so den Kleidungsstil überlegt, den Background eingestellt und. Warum wird es nicht konsequent aufs Berufsleben übertragen, um den Leuten da im Prinzip die Hürden und die Ängste zu nehmen, den nächsten Schritt zu gehen? Dann muss ich immer noch überzeugen, dann muss ich immer noch liefern und so weiter. Das ist das Gleiche, was ich ja jetzt auch als Anspruch habe. Ich kann dir tolle Sachen erzählen und so weiter. Wer das Buch liest, wird merken, der hat schon mal was gemacht, das funktioniert hat. Gleichzeitig bin ich immer ein großer Freund von Interaktion, weil das kann man nicht auswendig lernen. Jeder kann heute ein YouTube-Video gucken und irgendwas wiedergeben und sagen, das ist mein Gedankengut. Aber wer Rollenspiele im Vertrieb zum Beispiel macht, in verschiedenen Branchen, dem nimmst du einfach ab, dass das kann. Und dann wirst du auch dich öffnen und sagen, wenn der es kann und der ist noch nicht mal in unserer Branche, dann will ich es auch lernen. Und dann höre ich hier einfach zu, weil der hat es ja wohl offensichtlich im Griff. Und deshalb glaube ich, Inszenierung sollte niemanden, so einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen lassen, sondern das sollte das sein, wo jeder sich jetzt vielleicht sogar zwischen Weihnachten und Neujahr mal Gedanken macht, was kann ich machen, um einfach da draußen größer zu wirken, interessanter zu wirken und mehr Menschen da neugierig zu machen, mich einfach mal kennenzulernen. Punkt. Und dann muss ich liefern. Aber wenn ich super bin und niemand weiß das, bringt es nichts. Keine falsche Bescheidenheit. Arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Stell sicher, dass du die Leute wirklich begeisterst mit dem, was du machst. Und dann sollte das auch passen. Ein letzter Punkt. Marketing versus Vertrieb. Du hattest es am Anfang angesprochen. Was ist Marketing und das Ziel von Marketing? Was ist Vertrieb und das Ziel von Vertrieb? Fand ich sehr schön, wie du das zusammengefasst hast. Oh, und insbesondere für die Leute, die das immer in derselben Pot schmeißen. Wie würdest du es für die definieren? Und das sollte dann auch schon die letzte Frage für heute sein. Es sei denn, es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Also, the last chance, just saying. Philipp, over to you. Also vom Prinzip ist so, beim Marketing geht es darum, Sichtbarkeit herzustellen, Bedarf zu wecken und den Kunden einfach auf jemanden aufmerksam zu machen. Im Verkauf geht es nur darum, den Abschluss zu erzielen. Punkt. Mhm. Im Verkauf wird nicht noch erzählt, super, dass Sie da sind, Herr Kunde. Ich habe noch 40 andere Sachen, die ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchte, bevor Sie sich entscheiden, sondern ich mache erstmal einen Deal, führe den durch, fakturiere den und mache den nächsten Deal, damit der Kunde in einer kontinuierlichen Geschäftsbeziehung drin ist. Heute wird ja auch als Empfehlung im Business-Kontext immer empfohlen, man muss gucken, dass man mit Kunden Dauerschuldverhältnisse bildet, damit wiederkehrende Einnahmen auch in Krisenzeiten sichergestellt sind. Da sind wir schon wieder bei dem Punkt, Inszenierung ist das, worum es geht. Ich habe Kunden, die ein solches Geschäftsmodell mit mir unterschrieben haben, immer gesagt, sie haben heute die Möglichkeit, sich für unser Loyalitätsprogramm zu qualifizieren. Das heißt, wir werden dauerhaft zusammenarbeiten und dafür stellen wir ihnen Leistungen auf einer monatlichen Abrechnungsbasis zur Verfügung. Aber das hat dann für sie den Vorteil, dass es dann einfach planbar ist.
wie auch immer, das hängt ja vom Gesprächskontext ab. Aber Dauerschuldverhältnis ist halt Amateurdenken. Loyalitätsprogramm klingt auf Kundenseite, das habe ich noch nie gehört, das ist spannend, was genau kriege ich da und so weiter. Das heißt also noch zurück zu der Frage, damit es wirklich in den Köpfen hängen bleibt, beim Marketing geht es um das ganze Thema Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, Markt erschließen. Und beim Verkaufsgespräch geht es nur darum, den Sack zuzumachen und den Umsatz mitzunehmen. Es ist schön, wenn Ihnen das Spaß macht, aber gute Laune alleine können Sie nicht zur Bank bringen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie auch mal ein paar Abschlüsse erzielen. Und aus meiner Sicht geht das in einem Termin. Wenn es ein sehr komplexes Produkt ist, machen Sie 2 Termine. Aber fahren Sie da nicht 14 Mal hin, weil Sie meinen, das gehört dazu. Und wenn Sie die ganzen Gespräche noch fakturieren, ist der Kunde auch stärker committed. Die Entscheidungszyklen gehen viel schneller. Sie haben viel mehr Commitment da drin. Die anderen spielen ruckzuck keine Rolle mehr, die vom Wettbewerb da auch mitmischen wollen. Weil in dem Moment, wo Sie für Ihre Zeit bezahlt werden, spielen Sie in der Profiliga. Und jeder will in der Profiliga bleiben. Keiner will wieder runter zu den anderen. Von daher ist das Ihre Chance, dahin zu kommen. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen dabei. Aber unabhängig davon hoffe ich, dass Sie die Impulse an dieser Stelle inspirieren, mal drüber nachzudenken, was Sie tun könnten, um dahin zu kommen. Absolut. Ich werde mir dieses Gespräch auch nochmal im Nachhinein anhören, ansehen, weil ich war so viel beschäftigt mit Fragen stellen und kommentieren. Da, du hast so ein paar Sätze gesagt, dachte ich, was? Warte nochmal, wird ja aufgenommen. Also du hast da ein paar Value-Bombs gedroppt, großartig. Für diejenigen, die es nicht gehört haben oder die es nicht verstanden haben, dieses Interview gibt es auch als Replay oder dieses Gespräch auf meinem LinkedIn-Kanal oder aber auf YouTube. Es verschwindet also nicht nach 24 Stunden. Es ist immer wieder aufrufbar und ansehbar. Und wie gesagt, die Sachen, die Philipp gesagt hat, wenn du die verstehst und die dann begreifst und auch noch umsetzt, unglaublich. Also dein Jahr, nächstes Jahr ist gerettet. Aber dazu musst du, wie gesagt, die Dinge auch umsetzen, wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest. Und 55 konkrete Ansätze, die du wieder implementieren kannst, nicht nur lesen, sondern auch machen. Und die konkret sind, nicht theoretischer Bullshit, sondern mach so, setz es um, schau, was funktioniert. So wie Philipp gesagt hat, du backst den Kuchen einmal basierend auf dem Rezept. Wenn du festgestellt hast, passt, aber ich hätte gern mehr Schokostreusel oder mehr Apfel drin. Danach, in der zweiten Runde, kannst du mehr Apfel oder Schokostreusel drauf machen. Aber schau erstmal, was Philipp gemacht hat, was er vorschlägt. Sein Buch gibt es zu finden auf www.philipp-semmelroth.com/Business Turbos. Wir haben auch 2 Damen, die waren so lieb und haben die Links auch in die Kommentare gesetzt. Vielen lieben Dank, Irmeli und ich glaube Andrea dafür. Und Philipp, danke, 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 dass du heute hier warst. Ja, also ich danke auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ohne, dass wir das vorher abgesprochen haben, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, sollten im Nachgang, weil das ist immer das Problem, ich stelle fest, Leute finden den Content gut, schreiben dann hinterher auch private Nachrichten an mich, freue ich mich immer drüber, wunderbar, vielen Dank. Aber manchmal ist es eben so, weil ich auch so schnell rede, weil ich so viele Ideen habe, weil ich so schnell denke und so weiter, dass dann manche Leute lieber zuhören, anstatt ihre Frage zu formulieren und dann ihre Chance sozusagen vertun. Und deshalb lade ich mich einfach selber nochmal ein. Wenn ihr genug Fragen habt, die nochmal einen solchen Call rechtfertigen würden, schickt sie alle an Natalia und wenn sie dann Bock hat, machen wir das nochmal. Dann nehmen wir eure Fragen als Struktur und gehen da einfach nochmal durch, weil am Ende des Tages, ich bin ja als Speaker gewöhnt, erstmal Content zu liefern, aber wenn ich Seminare mache, mache ich häufig so 10 Minuten Warm-up, dass die wissen, okay, wir können mit dem Semmelroth offen sprechen und dann will ich nur noch Probleme lösen, weil was ich erzähle, kenne ich alle schon. Ich möchte im Kundenkontext arbeiten. Das heißt, wenn ihr also Bock habt und sagt, hey, da würde ich gerne noch mal eine zweite Session haben, schickt der Natalia all die Fragen, dass es so viele werden, dass sie jetzt keine Chance mehr hat zu sagen, ach nee, ich habe doch keinen Bock, weil die Frau ist halt auch sehr viel unterwegs. Und jetzt hängt die Kamera wieder, aber seht ihr, die versuchen uns zu stoppen, weil die nicht wollen, dass ihr erfolgreich werdet, aber wir möchten das. Deshalb müssen wir einfach schauen, dass wir da noch mal zusammenkommen. Wenn ihr Bock habt, lade ich euch dazu ein. Wenn nicht, danke, dass alle dabei gewesen sind und mega cooles Weihnachtsfest. Immer dran denken, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wer mehr erreichen will, muss mehr machen. Großartig. Ihr habt es gehört. Also vielen Dank für eure Zeit und bis ganz bald.